Ja, hi, hier ist Nick, euer Taktiktyp. Und eben, ich bin hier einfach nur am Bauen. Ich will dieses Dach hier fertig bekommen. Auf einmal werde ich blind. Und jetzt habe ich extra Fraps gestartet, damit ich im Notfall wirklich aufnehmen kann, wenn hier was Drastisches passiert, ne? Weil das mit der Pilzkuh gestern, Alter, das hat mich auch ein bisschen fertig gemacht, muss ich mal so sagen. Ich bin sehr gespannt, ob hier noch was passiert. Sehr, sehr gespannt. Dann gehe ich mal auf Geisterjagd. Okay, dann bis zum nächsten Schnipsel. Aber ich kann ja schon mal genau erzählen, was hier passiert ist und was ich noch so plane. Und zwar habe ich gestern die Decken unter diesem Dach reingezogen. Und auf der Seite war das, glaube ich, da hatte ich die Hälfte des Daches fertig. Und mit einem Mal ist das ganze Dach fertig. Einfach so, das ganze Dach ist fertig. Zack, einfach so. Und ich gucke das jetzt an, ob das Spiel irgendwie einen Fehler macht oder irgendwas, ne? Bauen einen Block ab. Ja gut, einen Block konnte ich abbauen, habe einen neuen wieder hingesetzt. Ja, die Decke war wirklich fertig. Und dann zack, mit einem Mal war sie wieder weg. Einfach so wieder weg. Einfach so wieder weg. Ja, und dann später, ich baue weiter, weil die Decke war halt noch nicht fertig. Und zack, hängt da so eine Pilzkuh. Wirklich eine ganz normale Pilzkuh. Hängt mit einer Leine, die an der Decke festgemacht war irgendwie, vor dem Fenster. Und weil die irgendwie so halb in einem Block drin war, ist so dann verreckt. Das war richtig krass. Und ich muss dazu sagen, ich habe eine kleine Geisterschwäche, ne? Also so Filme wie Paranormal Activity, da die machen mich schon echt fertig und es macht aber wirklich Spaß, sie zu gucken, weil das so ein krasser Adrenalinkick ist. Ja, dass ich mir die ersten drei Teile echt. Ja, die ersten vier habe ich geguckt. Die ersten vier Teile konnte ich mir echt nicht entgegenlassen. Das war richtig Hammer, ne? Und wenn mich jetzt hier irgendwelche Geister bei meinem Bench verfolgen oder bei Minecraft, das wäre ein bisschen hart. Das wäre schon hart. Ja gut, auf jeden Fall baue ich jetzt hier erstmal das Dach weiter. Es ist gerade 20 nach 10, also ich habe ein bisschen Zeit. Und zwar habe ich jetzt den Plan, dass ich erst drei Schichten von den normalen Stufen, nee, Treppen, das sind doch Treppen, oder? Ja, doch, die Treppen hinsetze. Und dann kommen da erstmal die Slabs weiter in die Mitte. Und wenn ich davon noch ein paar Ringe gebaut habe, ja, dann muss ich noch überlegen, wie ich weitermache. Ja, ich brauche noch mehr als 40, ja. Oh, dann wird das auch schon. Oh, guck mal, das ganze Zeug hier, ey, schon fast wieder alle. Richtig mies, wie viel Netherziegel man dafür braucht. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich finde, Netherziegel ist einfach so mit der beste Stoff, wo man ein Dach bauen kann, wenn die Grundlage Sandstein ist. Ist wirklich so. So, mal schauen, ob hier noch was passiert. Bis auf ein paar Creeper, die hier spawnen. Ja, was ich nochmal so ansprechen könnte, wäre dann auch so eine Sache. Und zwar das Zocken. Wie viel Zeit man ins Zocken investiert. Und zwar die letzten Tage, da hatte ich ja einfach keine Zeit, weil es gab einfach Menschen, die haben meine Hilfe gebraucht. Und dann hat man auf jeden Fall da zu sein. Und ja, das macht dann auch einfach Spaß, ne? Da will man dann auch nicht zocken. Und aber gerade jetzt in der Zeit, wo ich diese Stadt hier leite, merke ich, dass es doch auch irgendwie schade ist und ich verstehe nicht, warum das so komisch ist. Verstehe ich nicht. So, dann baue ich den Klotz ab, setze den da hin und auf einmal klappt es. Ja, wer will's verstehen? Versteht eh keiner, wie das genau berechnet wird. Auf jeden Fall, ja. Man leitet hier diese Stadt und die Leute, die, also ihr habt ja auch einfach dann den Spaß daran, wenn ich hier neue Pläne entwerfe, dass ihr mir da helfen könnt. Und genau das soll es ja sein. Ich will einfach, dass ich wirklich die Kreativität von vielen Menschen hier in dieser Stadt vereint. Und ja, dafür ist es dann meistens so, dass man auch gewisse Leitlinien braucht. Weil einfach, ja, wirklich alles einfach nur so schleifen lassen, das endet dann in Faulheit und keiner tut irgendwas. Also wirklich absolute Freiheit endet meistens wirklich nur in Faulheit. Und darum ist ja Minecraft auch so interessant, ne? Man hat hier diese Blöcke, die sehen alle echt komisch aus. Das hat ja nichts mit der Realität zu tun, wenn hier einfach alles aus so einmal 1 Meter Blöcken besteht. Aber gerade diese Beschränktheit, die macht es so unfassbar reizvoll, irgendwas Schönes zu bauen, weil es echt, ja, weil es nicht so einfach ist. Und ja,
Darum ist es so wunderbar, so richtig faszinierend, dass so viele Leute hier mithelfen, ne? Und dann sind das halt auch so Kleinigkeiten, dass auf einmal in der Stadt überall so Vogelscheuchen verteilt sind. Die Kürbisarmee. Ne? Das ist Hammer, wenn man einfach so seine Kreativität ausleben kann. Und das ist auch wirklich das, was den Menschen auszeichnet und was so richtig viel Spaß macht, ne? Kreativität, das ist das Ding einfach. Das ist das Ding einfach. Kreativität. So, jetzt bin ich wieder bei Sir Paddy und dieser Shop von Sir Paddy, das ist so unfassbar genial, wie viele Sachen er einfach zu richtig geilen Preisen verkauft, ne? Weil hier so ein Stack Nieterziegel für 6 Bench. Muah, das ist so geil. Richtig Hammer. Darum freut es mich auch, dass er auch ein Haus bei uns gebaut hat in der Stadt. Ja, jetzt habe ich hier angefangen mit den Slabs zu bauen und ja, eben vom Shop hier hin wollte ich mich zurückporten und dann fällt mir wieder schmerzlich ein, ah verdammt, der Backbefehl wurde ja gelöscht und das, gerade wenn man nicht Stammspieler ist, nein, oh, bleibst du wohl hier. Gerade wenn man nicht Stammspieler ist und ja, seine 10 Homepoints hat, ist der Backbefehl doch echt sehr wertvoll und dann ist er jetzt leider weg. Das ist voll doof. Einfach so. Der hat 3 Monate so gut gedient, hat so viel erleichtert. Und jetzt muss man hier immer laufen. Laufen. Das macht denn echt schon keiner gerne. Und jetzt muss man das auch noch in Minecraft so viel laufen. Mann, 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 Mann. Da kannst du mal sehen. Ja, ich baue jetzt hier noch ein paar Schichten mit den Slabs, weil ja, ich muss noch einiges weiter in die Mitte kommen. In die Mitte, glaube ich, dann werde ich nochmal spitzer, also nicht ich selber, sondern mit dem Dach. Und gehe dann wieder über in Stufen und dann vielleicht sogar ja, so normale Blöcke, damit das noch steiler wird. So, dann baue ich hier, ja, hier baue ich so weiter, damit ich meine Treppe behalten kann. Und dann bin ich mir noch nicht unsicher, ob ich wirklich das Dach einfach nur so spitz in der Mitte laufen lasse oder halt nochmal mit Sandstein ja so eine Art kleinen Glockenturm baue. Und wenn ich mir das gerade so anhöre, einen kleinen Glockenturm, dann wird definitiv da ein Glockenturm stehen. Weil das, ja, das kann man mir auf jeden Fall anbieten, so einen kleinen Glockenturm noch in die Mitte. Junge, 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 der wird dahin gebaut. Der wird dahin gebaut. So, hier, das Dach habe ich schon mal fertig und mit dem Spitzerwerden, das ist doch nichts geworden. Und jetzt bin ich dabei, diesen Glockenturm zu planen. Ich habe erst probiert, hier außen Böcken zu machen. Ja, Lordi ist mit dabei. Und zwar, glaube ich, baue ich hier so Säulen hoch. Also ich habe erst hier am Rand probiert, aber das gefällt mir nicht, wenn man das von da vorne so geschlossen hat. So. Probieren wir mal. Ja, 5 sollte erstmal reichen. Also 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Zack und 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Daumen. Und ja, dann kommt da jetzt noch. Ja, hier kommt die neue Decke hin. Nein, verbaut. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie konnte ich mich nur verbauen? Junge, 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 was ein Stress, was ein Stress. Als wenn du hier im Wattenmeer bist. So, da habe ich noch mehr von dem Zeug. Und dann baue ich hier wieder Stufen hin. Ja. Hier kommen wieder Stufen hin. So, zack, einmal oben drauf. Und dann fein in die Runde bauen. Jo, das dauert jetzt wieder hier. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, den ersten Ring habe ich fertig hier. Und ja, der nächste kommt gleich hinterher. Und wenn man erstmal auf dem Dach schon steht, dann ist. Oh. Junge, 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 Junge. Wenn diese Treppen mal mitdenken könnten, das wäre super geil. Ab und zu, ganz ab und zu. Da passen die sich ja schon mal an. Und ja. Drehen sich so hin, wie es vorher auch schon war. Das ist dann super geil. Aber dann diese Slabs zum Beispiel.
Boah, wenn die sich einfach, ja, jetzt gerade, das war gut. Da habe ich zu hoch angezielt, aber die Treppen wussten, Junge, du willst doch so rumbauen. Warum machst du das nicht gleich so? Hier, komm, ich helfe dir schon mal. Dann ist das richtig geil. Aber die Slabs. Die Slabs sind kleine Bastardviecher einfach, die richtig mies einen ärgern wollen. Guck mal, er verkauft einen Visarschädel für 650. Das heißt, wenn ich mir drei davon kaufen würde, dann wären das. Boah, dann wären das. Oh, nicht schon wieder. Dann wären das nicht mal 2000 Bench. Das wäre doch geil für so ein Leuchtfeuer. Oh, okay. Erst hier wieder abbauen. Aber ehrlich, Mann. Oh, nein, mein Gott, das dauert noch länger hier. Aber auf jeden Fall, das bisschen kann man mir echt anbieten für so ein Leuchtfeuer. Und Lordi erkundet erstmal die Stadt. Ja, ich unterbreche mal, das dauert gerade ein bisschen länger. Oh mein Gott. Ich musste irgendwie mal ein bisschen umplanen, das ging gar nicht. So, da kommen hier noch fein die Slabs drauf. Jawohl, reicht doch, reicht doch. Reicht doch so, dann hier Bastelkiste wieder mit, weil man braucht immer eine Bastelkiste dabei. Und dann habe ich sogar hier meine obergeile Steinschaufel. Junge, Alter, wie gut ist die bitte? Zack. Und jetzt sagt die, ich fall da runter. Das wäre es noch gewesen. So, dann habe ich das Stückchen hier fertig. Ja, jetzt muss ich hier eigentlich eine Glocke hinbauen. Wie baue ich am besten eine Glocke? Das muss ich mir immer gerade überlegen. Ja, jetzt habe ich hier sogar aus Cobblestone so eine Art Glocke eingebaut. Ne? Habe da oben Treppen genommen, hier unten Treppen und dazwischen etwas. Ja. Jetzt ist nur noch die spannende Frage: Wie komme ich da wieder runter? Ach so, ja, ist ganz einfach. Ich mache Raum, laufe da hoch und baue das von unten wieder ab. Ja, ist auch alles nicht so kompliziert. Wie könnte ich das denn hier noch verzieren? Das ist noch eine interessante Frage. Vielleicht mit denen hier. So, dahin. Und hierhin. Und zack. Oh. Mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, ey, das muss doch mal funktionieren. Nee. So, und dann noch hier. Zack und zack. Ein Stück zurück. Ja. Ja. Geht gerade so. Vielleicht kann ich hier ja so ein bisschen schummeln, wenn ich dann noch so mache. Und dann den wieder wegbaue. Ne, sieht immer noch so aus. Ja, das reicht erstmal so. Das reicht erstmal so. Und dann habe ich hier auf jeden Fall meine Glocke. Und dann würde ich sagen, das war jetzt hier diese spontane kleine Dachbau-Session. Leider sind die Geister doch nicht gekommen, auf die ich gehofft habe, oder besser nicht gehofft habe, aber die ich zeigen wollte, wenn sie denn da gewesen wären. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Sagen wir mal so, bei 7 Likes werde ich häufiger Folgen machen, bei denen ich einfach baue und zwischendurch noch was dazu laber. Wenn euch das gefällt, Daumen hoch. Darum 7 Likes, dann bekommt ihr mehr von diesen, ja, gemütlichen, nächtlichen Bauen. Junge, Junge, Junge. Bis zum nächsten Mal. Euer Nick.